Ja, hi, ich grüße euch und es freut mich, dass ihr wieder ein Video von mir anschaut. Heute geht es wieder um eine Look-Digitalisierung, nämlich um die LGB 995001, besser bekannt bei euch unter der kleinen Dicken von der Bezeichnung her. Ja, und wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder ihr sagt, hey Michi, mach mir doch auch mal so einen Digitalumbau, ich habe da nicht so Ahnung oder ich habe Schiss, dass ich irgendwas kaputt mache oder irgendwie pratzelt mal was durch, kein Problem, schreibt mir doch einfach eine E-Mail auf michis-lookschuppe@gmx.de und wir können schön zusammen kommunizieren und finde auf jeden Fall eine Lösung, wie du auch zu einer richtig coolen Look kommst. Und nun viel Spaß mit diesem richtig coolen Lookumbau. So, und jetzt geht das Vorstellvideo auch schon los. Wir sehen hier schon die kleine Dicke, die 995001. Und diese Look wurde ausgestattet mit einem Fahrdecoder, also der Look-Decoder von Dietz, der DLE V3. Und dazu habe ich einen Sound von MD Electronics, der SX6, mit dem passenden Soundfile von der Look drauf. Und dann habe ich auch noch einen Spannungspuffer eingebaut von MD Electronics, der den Verdampfer sozusagen mit der Festspannung steuert und so der Decoder nicht überlastet ist, weil sonst du die Look einfach mit den Lichter flimmern und ja, der Verdampfer knatzt. Also ich habe einen Festspannungsregler verbaut, dass der Decoder entlastet wird und dass einfach die Spannung am Verdampfer schön und kontinuierlich anliegt. So, jetzt stellen wir gerade das Bild nochmal scharf und fangen mal an mit der Vorstellung. Wir machen mal den Sound ein. So, dann hören wir mal die Pfeife. Läutewerk. Dann schalten wir mal den Dampf ein und warten so lange, bis er dampft, und so lange tue ich mal auf F5 drücke. Das ist dann eine Bahnhofsdurchsage. Abfahren. Achtungspfiff. Ganz kurz und schmerzlos. Genau. Und man muss jetzt einfach mal dazu sagen, ich habe jetzt nur 8 Funktionen belegt, da nämlich der Kunde von der Look die alte MZS 2 Zentrale hat von LGB und diese kann nur 14 Fahrstufen und 8 Funktionen abrufen. Und ich habe jetzt einfach mal von über 40 Sounds, die auf dem SX6 aufrufbar sind, habe ich jetzt einfach mal die Grundsounds zusammengestellt, sodass der Kunde einfach auch ein bisschen Fahrspaß hat, wie ja, wichtige Funktionen, Pfeife, Läutewerk und Bahnhofsansage und Schaffnerpfiff und lauter so Sachen. Ja, und dann fahren wir mal die Lok weg. Ja, so, ich bin jetzt auch schon am Ende mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit der kleinen Dicke 995001. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like für mich da. Abonniert meinen Kanal und ich freue mich, weitere Tutorials machen zu dürfen für euch. Rund um die Gartenbahn, Umbauvideos, Digitalisierung. Und ich möchte auch hier nochmal erwähnen, ich kriege keine Sponsorings, sprich keine Produkte irgendwie zur Verfügung gestellt zum Testen. Ich tue nur Sachen verbauen oder empfehle, von denen ich selber auch überzeugt bin. Und das wollte ich einfach nur mal loswerden. Und ich finde, der Umbau ist absolut gelungen mit Dietz und MD Electronics Produkte. Und bis bald. Ciao.